Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen. Und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Das war nicht leicht, diese Frau an die Strippe zu kriegen, denn die ist ja nicht in Deutschland, die ist ja noch nicht mal in Europa meistens. Jetzt habe ich sie an der Strippe, weil sie gerade noch in Griechenland ist, dort mehr als ein Seminar hintereinander gibt, von Griechenland direkt ins nächste Seminar nach Tokio fliegt. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der weltweit so viel unterwegs ist wie sie. Ich versuche das immer ein bisschen, ihr hinterher zu sein. Aber da ist sie eine echte Legende, vor allen Dingen, weil sie Menschen befähigen kann und eine so herrliche Art hat, sofort die Klarheit zu entwickeln, den Turbo zu entwickeln und vor allen Dingen Menschen eine Kraft zu bringen, von der die meisten noch nicht mal geglaubt hätten, dass diese Kraft existiert, geschweige denn bei ihnen selbst. Für mich zählt sie zu den ganz, ganz Großen der Persönlichkeitsentwicklung und sie hat schon so viele Menschen erreicht, da müssten sich die meisten wirklich verbeugen und einen Knicks machen. Besonders schätze ich an ihr, dass sie manchmal, wenn sie mit mir redet, dann noch so einen Zusatzsatz sagt wie, na, mein Engel, und dann fühlt man sich ja wirklich gleich beflügelt. Drum bin ich froh, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, mein Engel, Steffi Christian. Schön, dass du da bist. Sehr cool. Danke, dass ich da sein darf. Das war ja meine Anmoderation. Halleluja. Das haben wir schon nicht erlebt. Vielen Dank, lieber Hermann. Also erstmal nur zu gerne. Und ich muss hier wirklich, ich kriege ja dann immer, wenn ich dann am Telefon mit dir bin, dann geht erstmal die Frage los. Mit wem sprichst du so mit mein Engel und so weiter und so fort? Aber, du hast ja wirklich, und das ist ja das Besondere bei dir, aber du darfst doch gleich erzählen, was du tust. Aber ich glaube, du hast eine wunderbare Verbindung nach oben und eine wunderbare Verbindung zu den Menschen. Und das ist schon was ganz Großartiges. Aber erzähl doch selbst mal, liebe Steffi, was machst du eigentlich so alles? Ich weiß es ja schon und wahrscheinlich fast alle Zuhörerinnen, aber dennoch gibt es noch vielleicht 1%, die noch nichts von dir wissen. Ja, was mache ich? Mein Vater hat irgendwann gesagt, mein Mädchen, mit 50 hörst du mal auf zu arbeiten. Und tatsächlich war ich ja im ersten Leben Physiotherapeutin, Heilpraktikerin. Aber mit 50 hat mich mein Leben nochmal wo ganz anders hingeschickt. Und ich bin tatsächlich da angekommen, wo ich sage, jetzt lebe ich meine Berufung, denn ich erinnere Menschen daran, wer sie wirklich sind. Ich kitzle in Menschen das Potenzial heraus, das sie selber noch nicht sehen können. Und vor allen Dingen helfe ich Menschen, ihr Licht anzuknipsen und das Drama ihrer Vergangenheit umzubewerten in, ich bin nicht das Opfer meiner Geschichte, sondern gerade meine Geschichte ist meine Stärke. Ne? Ich glaube, dass nichts auf diesem Planeten zufällig passiert, sondern dass alles seinen Sinn und seine Berechtigung hat. Wir müssen es eben nur erkennen. Und wir sind auf diese Erde gekommen, glaube ich, um das beste Leben ever zu leben, in voller Fülle und totaler Erfüllung. Nur dem entgegenstehen unsere undienlichen Glaubenssätze, die wir in unserer Kindheit oft in uns hineingeladen haben. Und dabei helfe ich Menschen, diese Glaubenssätze zu finden, umzuformulieren und die Handbremsen zu lösen, die sie davon abhalten, wirklich frei, selbstbestimmt ihren Selbstausdruck zu leben, ihrem Herzen zu folgen. Und ich animiere Menschen regelrecht, andere vom Sockel zu nehmen, um wirklich selber auf Augenhöhe mit jedem zu sein und denen zu begegnen, weil ich glaube, dass wir alle gleich sind, so unterschiedlich wie wir sind. Und ja. Ich sehe das ja genauso, aber ich finde eben, also erstmal nimmt man dir das ja wirklich ab, weil ich kenne ja auch niemanden, der so frei und ja unbeschwert, glaube ich, darf ich sagen, lebt mit so viel Leichtigkeit. Und wann immer wir gemeinsam in Veranstaltungen sind, wenn ich das respektvoll sagen darf, das lauteste Gackern und Lachen kommt ja immer von dir. Das ist ja eh klar, weil du ja wirklich immer so sehr im Moment lebst und Co. Also dieses Vorbild bist du zweifelsohne. Und deswegen, glaube ich, schaffst du es halt auch wunderbar, das wirklich auch zu lösen. Denn ich glaube, den meisten gelingt das ja nicht. Und da bist du ja schon mal ein ganz großer Leuchtturm, überhaupt den Menschen aufzuzeigen, was möglich wäre. Ja. Und drum wäre meine Frage, lass uns doch mal bei der Kindheit anfangen. Es ist ja immer so. Warum kriegen wir so viele Handbremsen? Was passiert da eigentlich alles? Und dann ist mir natürlich, wie findest du den Zugang, glaube ich, sogar ein paar Bremsen zu finden, die andere noch gar nicht entdeckt haben. Also ich glaube schon, dass wir als Wesen in dem Körper inkarnieren, um hier die Dualität quasi kennenzulernen, um zu erfahren, was bedeutet denn diese Trennung.
Und wir lernen links und rechts kennen, quasi die eine Seite und die andere, um das Ganze wieder zu verbinden und festzustellen, dass es diese Trennung, die wir auf der Erde sehen, gar nicht gibt. Also ich durfte vor vielen Jahren in Griechenland, und da sitze ich auch gerade wieder, die Erfahrung machen, dass diese Grenzen zwischen den Menschen weg waren, weil die Energie sehr, sehr hoch ist, da wo ich jetzt gerade bin. Und das hat mich damals maximal erschreckt. Heute ist es umso cooler, umso geiler, würde ich schon fast sagen, weil ich habe verstanden, dass wir alle zusammengehören. Und ich glaube, dass wir uns in den Spiegeln unseres Lebens erkennen und merken dürfen, dass das, was wir auf der Erde erleben, wir uns halt selber vorgenommen haben als Seelenplan. Und dann muss man natürlich als Kind erstmal wie so eine Raupe auf der Erde landen, ne? Dann am Boden lang zu kriechen, sich viele Dinge gefallen zu lassen, unbewusst Dinge in sich reinladen zu lassen, um irgendwann im Leben anzukommen und zu sagen, ey, ich habe echt die Schnauze voll, ich bitte meine transformatorische Ausdrucksweise zu entschuldigen. Ja, alles gut, alles gut. Ich Klingt habe doch. echt die Schnauze voll, ich will das erleben, da muss noch mehr sein. Ne? Und dann ist es Zeit, nach innen zu gehen, und dabei helfe ich halt Menschen, und dann wirklich das Potenzial in sich zu entdecken, um dann aus dem Kokon heraus sich zu pressen und seine Flügel zu entfalten und wirklich das Leben zu leben, was meine ist. Also ich war sehr, sehr lange angepasst. Man hört es, ich komme aus dem Osten von Deutschland. Ich war also die geborene angepasste Ente im Osten, fühlte mich klein, hässlich und zu nichts nutze sozusagen, und habe dann aber einfach im Laufe meiner Zeit erlebt, okay, es muss ja einen Sinn haben, warum ich das alles erlebt habe. Vor 20 Jahren wollte ich mir das Leben nehmen und gehen. Und dann kam zum Glück meine wundervolle Tochter. Und ich habe erkannt, okay, wenn ich jetzt gehe, dann geht es diesem kleinen, süßen Engel noch viel schlechter, als es mir mit 4 Jahren ging. Und ich habe erkannt, dass das Leben immer wie so ein Spiegel funktioniert. Und in diesen Spiegeln dürfen wir uns erkennen, in dem Wissen, dass alles nach Wachstum strebt und dass wir uns das selber vorgenommen haben. Ich glaube sogar, dass wir auf der Erde sind und unseren eigenen Film leben, der am Ende immer gut ausgeht, ne? Und wir die Schauspieler und Kasperpuppen eingeladen haben, die uns dazu im Leben begegnen. Manchmal haben wir das vergessen, aber ich erinnere Menschen dran. Und ich habe tatsächlich eine wunderbare Gabe vom Universum mitbekommen, und zwar aus der Anbindung direkt zum Punkt zu kommen. Also ich habe das früher mir nicht getraut zu sagen, aber ich habe tatsächlich Klarwissen. Wenn jemand anfängt zu reden, kriege ich schon eine ganze Sendung. Früher hat mein Vater immer gesagt, ich bin unhöflich, ich lasse die Menschen nicht aussprechen. Und ich habe ja gedacht, das ist normal für jeden, aber habe dann eben im Laufe der Zeit kennengelernt. Ich bin jetzt 57, ich durfte also schon ein paar Erfahrungen machen, dass das eben nicht für jeden so ist. Und ich liebe es einfach. Was wichtig dabei ist, ist, sein Ego beiseite zu schieben und wirklich aus dem Herzen zu leben. Und ich glaube, dann ist das Leben wirklich eins der geilsten, ja. Du, also ja, man muss es wirklich erklären, weil ich glaube, viele kennen das nicht, aber es gibt ja wenige Menschen, sehr wenige Menschen, die eigentlich die Geschichte des Gegenübersitzenden erkennen, die Seele lesen können, also eigentlich die ganze Story und vor allen Dingen die echte Story, nicht die, die wir uns ja selber häufig erzählen, also die echte Story wirklich mitkriegen. Aber hast du nicht manchmal auch so ein Frust, Peter? Also weißt du, wenn ich mir vorstelle, also ich denke mir ja oft, wenn ich mir all das da oben schon mal zurechtgelegt habe, was jetzt stattfindet, dann denke ich mir oft, was warst denn du für ein Idiot da oben? Ja, also dass du solche Dinge dir noch ausdenkst. Also das, weißt du, ich finde ja, das Leben schreibt ja manchmal viel dramatischere Dinge als jeder Roman und jeder Tatort und weiß der Kuckuck überhaupt alles schreiben kann. Ja, das ist ein Test vom Universum, würde ich sagen, ob wir schon emotional fit sind, ob wir schon erkannt haben, dass wir alles in uns haben. Also beispielsweise, wir wollten eigentlich vorgestern schon in Griechenland landen, und das Leben hat gesagt, nee, bleibt man noch ein bisschen in Athen, lernt man noch ein bisschen das Land kennen und so weiter. Und wir waren dann quasi gestern ungefähr 14 Stunden verspätet da, und dann fehlte mein Koffer. Und dann habe ich kurz innegehalten und habe gesagt, okay, tatsächlich, ich weiß noch nicht mal genau, was da drin ist. Ich habe sowieso alles in mir. Ich bin sicher, dass der Koffer mir noch nachfolgt, ne, weil die Engel schon unterwegs sind sozusagen im Universum und den wieder herbringen. Und ich hatte es nicht so schwer zu tragen. Also ich stelle mir immer die Frage, wenn irgendwas passiert, was ist das Gute daran? Was ist das Geschenk? Was ist die Perle? Und wenn das jeder macht, dann siehst du wirklich dieses Leben als eine Reise, eine Ansammlung von Erfahrungen. Die dürfen Spaß machen, wenn wir einen Stock aus dem Popser genommen haben, so sage ich es jetzt mal liebevoll.
Ja, nicht tun. Und es ist ja wirklich, ich bewundere ja dich und diese Menschen, die das können. Ne? Also die einen explodieren ja logischerweise, hey, Koffer ist weg, ich verklag die Airline und töte den Steward oder sonst was. Und die anderen sagen, großartig, war eh so schwer, wollte ich gar nicht selber tragen. Ich habe mal diesen schönen Spruch gehört und der passt so gut zu dir. Gott schickt dir immer einen Engel, aber er kommt jedes Mal ein klein wenig später, um festzustellen, ob du es wirklich, wirklich, wirklich ernst mit dir meinst. Also ich kann das auch sagen und ich sage auch sogar noch, dass der liebe Gott die Engel manchmal in ganz komischen Verpackungen schickt. Die Aha. Frage, ob wir das schon erkennen. Also Okay. ich glaube, dass alles zu unserem Besten, zu unserem Guten ist und daran orientiere ich mich einfach. Und du hast gesagt, ob ich manchmal so einen Frustpeter habe. Na klar, den habe ich auch. Ich bin noch nicht ganz erleuchtet, sonst wäre ich wahrscheinlich. Okay. Aber ich kriege mich sehr schnell ein. Als ich früher Depressionen hatte, habe ich immer gesagt, ich möchte diese Momente verkürzen von 3 Wochen auf 3 Sekunden. Und das habe ich tatsächlich vor vielen Jahren geschafft. Da ist mir bewusst geworden, dass ich wirklich so umswitchen kann. Und das ist einfach nur, ich muss mich einlassen auf das Leben, eben mir die Frage stellen, okay, wenn es die eine Seite gibt, was ist auf der anderen? Und dann meinen Fokus einfach nur verschieben, denn das, was ich quasi mit meinem Fernglas anschaue, das verstärkt sich logischerweise und gibt leider Menschen, die gucken auf die Scheiße, ich gucke immer aufs Gold. Du nicht, also davon bin ich ja fast überzeugt, dass wir vollkommen andere Mechanismen haben müssen. Und das ist weit mehr als dieses in meinen Augen zu banale positive Denken. Ja, weil ich glaube, unter positiv Denken wird ja häufig sowas verstanden wie, jo, alles ist rosarot, super Sonnenschein und das ist es ja wahrlich nicht, sondern aber dennoch halt den richtigen Fokus behalten. Ich glaube, so könnte man das bezeichnen. Ja. Du, ich habe übrigens, ich weiß nicht, Achtung, jetzt kommt Fäkalsprache, ich versuche das ja zu vermeiden, aber ich habe von irgendjemand mal gelernt, es gibt den sogenannten Arschengel oder sowas. Ne? Also der Engel in der blöden Verpackung. Ja. Genau, das ist der Arschengel, der drückt unsere Knöpfe. Wir gehen hoch wie HB-Menschen. Und Okay. irgendwann stellen aber Menschen die Frage, warum passiert mir das immer wieder? Also, ich beispielsweise, ich bin von einer lieben Klientin, die ich schon länger betreuen darf oder begleiten darf. Betreuen tue ich sie nicht. Die hat mich früher blockiert. Dann stand ich auf der Bühne. Sie kommt zu einem Event und sagt: Ach du Scheiße, jetzt steht diese blöde Kuh auch noch da vorne. Also, der war ich richtig Arschengel. Und dann hat sie gehört, was ich gesagt habe. Und ich habe ihr sehr, sehr klar den Spiegel vorgehalten, sehr liebevoll, immer wertschätzend aus dem Herzen. Und danach hat sie mich gebucht. Und ich habe sie dann gefragt, hey, wie kam es denn? Da sagt sie, ja, weil ich erkannt habe, das, was mich getriggert hat an dir, das war genau das Tor in meine Freiheit. Und das ging mir ebenso. Also ich hatte auch genug Arschengel in meinem Leben. Und wenn der Arsch aber abfällt, dann bleibt eben der Engel übrig. Und ich wünsche mir für die Menschen, dass sie nicht in den Widerstand gehen, sondern dass sie, wenn es irgendwo klemmt und sie merken, ey, da drückt jemand echt tief den Daumen in meine Wunde, eben gerade hingucken. Denn alles, was uns trifft, betrifft uns und wir können es nur selber lösen. All das, was in uns drin ist, wurde ja irgendwann mal in uns hineingeladen. Ich mache sogar viele Menschen darauf aufmerksam, egal was wir erleben, egal was wir sprechen, egal was wir fühlen, egal was wir denken, wir können hinten dran immer hängen, so wie ich. Denn ich kann an anderen Menschen ja nur Dinge wahrnehmen, die ich irgendwo in meinem System habe. Ne? Und damit verstehen sich ganz, ganz viele Menschen. Ich finde es einfach cool, wenn Menschen erwachen. Und ich wünsche mir, dass noch mehr erwachen, in sich selber Frieden machen, weil dann wird auch immer mehr Frieden in der Welt. Und zum Frieden machen braucht es nur einen, dass wir einfach verstehen, Menschen können in dem Moment, wo sie handeln, nur so gut handeln, wie sie gerade handeln. Hätten sie es besser gekonnt, dann hätten sie es besser gemacht. Weise Worte. Allein schon der Satz, alles, was mich trifft, betrifft mich, sagt ja schon ganz, ganz viel aus. Du, aber da braucht es ja dann eben einen Coach, noch dazu bitte einen wie dich, der halt dann die Menschen auch dahin führt. Weil ich glaube, wir sind schon auch voll mit blinden Flecken, mit Zweifeln. Ich bin manchmal offen gestanden auch fürchterlich traurig darüber, wie wenig Menschen an sich selbst glauben. Genau, aber das ist ja der Plan auf der Erde, dass du erstmal wie so eine Raupe auf der Erde landest und dann darfst du selber deine Kraft entwickeln, um da rauszugehen. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, jeder Mensch braucht einen Coach an seiner Seite. Ne? Nicht unbedingt immer ganz tief in die Scheiße einzutauchen, sondern um sich zu reflektieren. Und das darf ja bitteschön jemand sein, der eben nur 1, 2 Schritte weiter ist, als man selber ist.
Also ich brauche immer jemanden, der schon ein Stückchen weiter ist, um eben zu reden. Ich rede unfassbar gerne mit dir, weil du eben in vielen Dingen schon viel, viel mehr Durchblick hast als die meisten. Und umgekehrt, Steffi. Nein, aber das ist ja auch wirklich der Schlüssel. Ich glaube, wir brauchen alle immer Coaches und noch nicht mal einen, sondern wahrscheinlich mehrere, weil du mehrere Schwachstellen hast, was auch immer. Das ist ja kein Makel, wie das, glaube ich, viele mal so gesehen haben. Im Gegenteil, es ist ja ein Erfolgskennzeichen, denn wir Menschen können ja nie alles, aber wir können uns eigentlich alles aneignen, antrainieren, kaufen, was auch immer. Und deswegen sind manche Menschen schneller am Start als andere. Und kein Wunder, das darf man hier ja auch sagen, die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, die gehen ja auch wirklich durch die Decke. Das darf man ja auch sagen. Ich freue mich da auch immer sehr. Also ich nehme es wirklich, ich freue mich wie ein Kind, ich freue mich wie ein Schnitzel, wenn meine Menschen, mit denen ich arbeiten darf, wenn die einen Erfolg nach dem anderen teilen, selber ihre Workshops machen, auf die Bühnen gehen. Ich darf viele hundert Menschen im Monat in Calls begleiten, die dann wirklich ihr Licht anknipsen. Ich sage immer, Leute, ich mache euch das vor, bitte macht das nach und setzt euch nicht nur immer hin und klatscht den anderen Beifall, sondern hebt euer Popser hoch, raus Ja. aus der Komfortzone und rein ins Leben, holt die anderen ab, die noch Ja. schlafen. Du, ich kenne ja niemanden, der so entscheidungsfreudig, so schnell und auch so im positiven Sinne pushy ist wie du. Du sagst so, zack, los und weiter. Und du bist ja wirklich ein mitreißender Mensch, gar keine Frage. Und du bist jetzt auch noch Bestseller-Autorin geworden. Magst du ein bisschen was über dein Buch erzählen, Steffi? Also, bringe dein Leben auf die Erfolgsspur, warum jeder einen Coach braucht. Ich habe meine Autobiografie quasi geschrieben, aber nicht als langweilige Autobiografie, sondern so, dass Menschen sich selber erkennen können. Also, ich habe wirklich von der Pike, also vom Moment, als meine Mutter mich abtreiben lassen wollte, angefangen, über die Momente, als mein Vater meine Mutter umbringen wollte, was ich damals bewertet habe, in welche Kindheitswunden ich gefallen bin, welche Glaubensmuster ich dadurch in mein Leben eingeladen habe, was die bedeutet haben für mein weiteres Leben und wie ich eben als angepasste Ente im Osten quasi dem Regime mich ergeben habe, gar nicht merkend, dass mir irgendwas fehlt. Ne? Das habe ich erst dann mit gemerkt, lieber Hermann, da habe ich erstmal angefangen, wirklich die Welt zu bereisen. Ich bin quasi aus meinem selbstgebauten Knast ausgebrochen, ohne dass ich hier irgendjemanden, was weiß ich nicht, bewerten möchte. Aber da, wo wir quasi geboren sind, das ist eine gewisse Matrix, das ist unsere Komfortzone. Und die meisten Menschen brechen dort leider nie aus. Ich habe irgendwann gesagt, ich würde nie aus der DDR ausreisen. Was habe ich gemacht? Heute wohne ich im Westen quasi und habe ganz, ganz viele Länder bereist. Und ich nehme einfach die Menschen mit. Mir haben Menschen Feedbacks gegeben zu meinem Buch. Da war von oben bis unten überall Klebezettel dran, weil sie verstanden haben, aha, das hat auch was mit meiner Geschichte zu tun. Ja, klar. Und ich bin weit weg davon, jemanden zu bewerten, sondern ich glaube, dass das Leben immer der Spiegel von unserer Innenwelt ist. Also all das, was ich mir in mein Leben gezogen habe, dafür habe ich auch die Verantwortung übernommen. Da gibt es im Außen niemand, der schuld ist. Und ich wünsche mir, dass jeder Mensch das sieht. Ne? Nicht sagt, der Arsch oder die blöde Kuh da draußen, sondern hey, so wie ich, danke, dass die mir geholfen hat, dahin zu kommen. Ne? Also du, lieber Hermann, das darf ich dir sagen, ihr werdet es nie vergessen, im Marriott in Frankfurt trete ich ein und treffe zufällig dich beim Essen. Du stellst mir zwei Fragen und ich heule Rotz und Wasser. Aber diese zwei Fragen habe ich die ganze Nacht nicht schlafen lassen. Und danach habe ich richtig aufgeräumt in meinem Leben. Und das ist doch mega geil. Und sowas gebe ich dann halt in dem Buch auch zum Besten, was wir daraus lernen können. Also ich bin dir mega dankbar dafür, ne? So, Steffi, die Granate bist du, aber ich bedanke mich natürlich für die netten Worte. Und ja, ich glaube, dass also mein Spruch, und der passt ja so gut zu dir, heißt, Glück ist eine Überwindungsprämie. Ne, du bist ja immer dann glücklich, wenn du eben Komfortzone verlassen hast, eben was einen neuen Meilenstein erreicht hast. Und ich glaube, ganz viele Menschen sind deswegen unglücklich, deswegen depressiv, weil sie genau das nicht tun. So, und dann kommst ja du mit deinem Klarheitsturbo. Und magst du da auch noch ein paar Sätze dazu sagen, weil ich glaube, du hast ein ganz großartiges Event in Zukunft. Oh, ich kriege Gänsehaut. Genau im November, vom 1. bis 3. November, machen wir unseren Klarheitstour, unser Live-Event in Blaubeuren. Das ist ein riesencooler Kraftort, in dem ich eines meiner ersten Seminare selber besucht habe. Und dort habe ich gelernt, was hohe Energie ausmacht. Ich hatte nämlich damals einen Bandscheibenvorfall und konnte in diesem Event also wirklich meterhoch springen. Und da habe ich erstmal diese universellen Gesetze verstanden. Und auf diesem Klarheitsturbo bringe ich halt Menschen wirklich dahin, ihre Geschichte zu verstehen, ihre
Handbremsen zu lösen und auf ein ganz neues Level in ihrem Leben zu gehen, wohl wissend, dass wir in der Kindheit Dinge erlebt haben, die wir vielleicht uncool finden, aber in allem steckt ein Geschenk, eine Geschichte. Und das, was wir überlebt haben als Kind, ist quasi für uns in der Weiterführung extrem geil. Also ich hatte zum Beispiel als Kind den Clown gewählt als Überlebensmuster und der hilft mir heute im Leben. Du hast es gesagt, ich lache immer an den Stellen, wo niemand lacht und vor allen Dingen laut und frei von Herzen. Und ich will, dass Menschen begreifen, hey, ich habe diese Geschichte erlebt, um den anderen Menschen damit was zu zeigen. Jeder hat eine einzigartige Geschichte und ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen rausgehen. Und wir legen auf diesem Klarheitsturbo den Grundstein. Und wir haben einen ganz, und das verrate ich hier zum ersten Mal, einen so coolen Drummer, den habe ich gekriegt, der hat letztes Jahr Unity eröffnet in Basel. Und ich habe gesagt, oh Mann, das kommt doch gerne zu uns. Und er kommt tatsächlich und bleibt das ganze Wochenende. Ich freue mich einfach, weil das macht natürlich noch mal was, ne? Diese Rhythmen dazu, der hat so eine riesen, fette, große Trommel und dass einfach alle Kräfte zusammenwirken, die Natur, die Menschen. Dort wird eine riesengeile Gemeinschaft entstehen von Menschen, die sich auch im Nachhinein noch miteinander abgeben, weil die einfach in einer höheren Energie, in einer höheren Schwingung sind. Ja, und den Planeten nachweislich verändern, ihr Licht anknipsen und dann eben wie Wunderkerzen rausgehen und noch mehr Licht. Netze über den Planeten spannen, so stelle ich mir das vor. Und ich bin ganz sicher, dass genau das passiert. Ja, das ist ja schon mal ein schönes Bild. Da stellt man einen Link logischerweise gern dazu rein dann. Du, und ich glaube ja wirklich, das sehe ich ja auch. Du bist ja der Turbo, weil du ja Menschen unheimlich schnell beeinflussen kannst, eben weil du Dinge siehst, die man selbst noch nicht mal sieht. Welchen Tipps kannst du den Menschen mitgeben, so für heute schon, die jetzt vielleicht erst noch warten müssen, bis sie dann zu dir kommen nach Blaubeuren? Was würdest du denn den Menschen raten, dass sie mehr in ihre Kraft kommen, ihre Komfortzone verlassen oder was auch immer? Dass sie sich erstmal bewusst machen, wie sprechen sie mit sich selber. Denn das, was aussende, kommt ja tausendfach in mein Leben zurück. Und ich wünsche mir, dass jeder sich selber vergibt und mit sich selber großzügig ist, in dem Wissen, dass es einfach nur nach oben geht. Ne? Ein Baum wächst aus einem Samen in einen riesengroßen Baum und sein Blätterkleid wird halt bunt und weit. Dass man sich das einfach vorstellt. Was ist das Gute an mir? Was haben andere davon, dass es mich gibt? Was ist das Geschenk an mir? Und wer wäre die Welt ohne mich? Also ich stelle auch immer die Frage, was soll denn mal auf deinem Grabstein stehen? Soll da stehen, hat einfach so ein Okay-Leben gelebt? Oder sie war die geilste Sau von hier bis Tokio zum Beispiel oder whatever. Also einfach dieses in sich selber rauskitzeln, was ist denn das Geschenk an mir? Was ist schön am Leben? Ich habe als vierjähriges Mädchen gesagt, ich will Menschen zum Lachen bringen und ich will ins Fernsehen. Und das mache ich heute. Na, jetzt bin ich hier gerade bei dir im Podcast, um die Menschen daran zu erinnern, wie schön das Leben ist. Also guckt bitte nicht auf die Scheiße, sondern immer auf die Blüte. Du, allein das ist ja schon ein Riesenthema, eben sich selbst zu mögen. Ne? Ich glaube, dass also wir alle haben ja einen mehr oder weniger großen Anteil, glaube ich, auch von bis hin zum Selbsthass oder wo wir uns eben nicht in Ordnung finden und so weiter und so fort. Da betreibst du ja, ich finde jetzt nur das wenig schöne Wort, aber ich meine es ja äußerst positiv. Du machst ja richtig schöne Kopfwäsche, ne? Im positiven Sinne. Also du krempelst ja einmal von links nach rechts, dass die ja wirklich, meine Mutter hat immer so schön gesagt, lass den Kopf nicht hängen, sonst siehst du die Sonne nicht. Und ich glaube, du bist genau der Mensch, der die Kinnlade nach oben drückt, damit die Sonne besser gesehen wird. Absolut. Schön, schön. Steffi, was bist du denn überhaupt jemals noch in Deutschland? Ich muss ja schon mal so blöd fragen, so Blaubeurin bist du jetzt ja, aber du bist ja wirklich unheimlich viel unterwegs, was ich ja großartig finde. Auch jetzt in Griechenland hast du zwei Seminare. Magst du da noch ein bisschen was dazu sagen, was du da anstellst mit den Menschen? Also meine Seminare in Griechenland, das eine beginnt tatsächlich heute Abend, 19 Uhr. Das heißt Steffis Spezial, Okay. weil festlege. Ich arbeite immer mit der Seele der Klienten und gucke, dass sie auf die nächste Stufe kommen, ihrem Herzen immer näher, weil ich mir einfach wünsche, dass Menschen in sich ankommen, um ihr Potenzial zu leben, ihr Licht anzuknipsen. Das machen wir hier in Lesbos. Ich habe also hier nur 14 Teilnehmer. Wir gehen richtig in die Tiefe. Also das wird Deep Dive. Und ich war ja im Mai schon mal, hatte hier ein Seminar. Da sind schon einige in ihre Kraft gekommen und das mache ich einfach mit den Menschen. Also ich kitze quasi das raus, was sie noch bremst. Wofür müssen sie sich noch vergeben? Wo sind sie noch unfassbar in Schuldgefühlen verhaftet und so weiter? Wofür schämen sie sich noch? Das ist ja den Menschen nicht bewusst.
Ne? Wenn sie es bewusst auf dem Schirm hätten, könnten sie es ändern. Hier ist eine sehr, sehr hohe Energie. Ich habe ein geiles Team mit. Es sind tolle Menschen. Und wir kitzeln quasi das hier raus, sodass wirklich Größen hier rausgehen. Die strahlen hinterher immer viel, viel mehr, als das, wie sie hergekommen sind. Und das mache ich tatsächlich zweimal hier jetzt in Folge. Ich bin dieses Jahr das erste Mal die ganze Zeit hier, sonst bin ich immer zurückgeflogen. Aber ich mache am 21. und 22. September noch ein Online-Live-Seminar, die klare Revolution, wo ich auch nochmal Menschen kostenfrei dahin mitnehme, was muss ich denn wirklich in mir für Klarheit schaffen, damit XYZ in meinem Leben passieren kann. Ja. Schön. Also, du hast viel zu tun. Drum wäre so meine Abschlussfrage fast, liebe Steffi. Wie siehst du denn, also du bist ja sehr erfolgreich im Coaching, Speaking, wie auch immer wir den Markt nennen wollen. Ich bin ein großer Fan von dem Markt, weil ich sehe, dass wir da erst am Anfang stehen, auch weil wir so viele ja, Dramen und Handbremsen und weiß der Kuckuck, was noch alles haben. Wie schätzt du den Markt ein und auch die Zukunft dieses Marktes ein? Also absolut notwendig und ich glaube, dass wir immer mehr bei uns ankommen dürfen, um wirklich das Licht zu halten, wenn die Erde sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle schüttelt. Denn ich glaube, dass nicht nur wir als Menschheit transformieren, sondern die Erde mit. Und das werden wir in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren sicher mitbekommen. Und da braucht es Menschen, die in sich ruhen, die einfach wissen, ey, ich bin hier im göttlichen Plan, ich bin genau richtig, ich halte jetzt einfach mal Ruhe. Deswegen finde ich, dass der Coaching-Markt also unbedingt wichtig ist. Und ich glaube auch, dass jeder einen Coach braucht. Und ich glaube, dass wir viel mehr Coaches, Trainer und Berater brauchen, die das Bewusstsein der Menschen anheben und eröffnen, wenn die Menschen bereit sind. Also, da glaube ich, bist du ein riesengroßes Vorbild, liebe Steffi. Ich sage dickes Dankeschön, mein Engel oder wie auch immer. Und du, liebe, liebe Grüße nach Griechenland natürlich auch. Und ich freue mich, dich auch irgendwann mal wieder live wiederzusehen. Machen wir bald. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und danke an alle Hörer. Ich freue mich schon. Danke dir, meine Liebe. Tschüss. Hey, danke fürs Reinhören in den Hermann Scherer Podcast. Mehr Infos gibt es für dich unter www.hermannscherer.com/bonus. Und ich sage erstmal Danke fürs Zuhören.